Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Format Deal or No Deal von der R&G Zeit für Neues. Was genau wird euch dieses Jahr hier erwarten? Wir werden euch immer wieder aktuelle Deals hier bei uns aus der Region vorstellen, die nicht unbedingt von uns als Immobilienmakler vermarktet werden, sondern von mir als Investor analysiert werden. Das heißt, ich werde euch Schritt für Schritt mit durch meine eigene Analyse nehmen, werde euch zeigen, wie ich dort vorgehe, wenn ich eine Immobilie für mich selber prüfe, ob ein Kauf für mich interessant ist und werde euch teilhaben lassen an meinen internen Berechnungen und euch genau Schritt für Schritt zeigen, wie ich für mich prüfe, ob das Ganze ein lukrativer Deal ist. Wir haben hier ein Objekt bei uns in Hagen-Hohen-Limburg. Das ist ein sehr beliebter Wohnort. Also das heißt, ihr werdet in der Vermietung wahrscheinlich nicht so viele Probleme haben, weil es sehr beliebt dort ist zu wohnen. In Hagener Bereich gibt es ja auch gute und schlechte Lagen, aber Hohen-Limburg gehört da definitiv mit zu den besseren Lagen. Dieser Deal besteht aus insgesamt 3 Mehrfamilienhäusern, die alle nebeneinander gelegen sind. Das Ganze ist in einer Waldrandlage, also das heißt vom Wohnen her auch ein sehr, sehr schönes Umfeld dort. Und die 3 Häuser haben insgesamt 15 Wohneinheiten. Pro Haus, könnt ihr euch vorstellen, sind es um die 300 Quadratmeter Wohnfläche und die Wohnungen sind super aufgeteilt. Also von den Räumen her ist es so, dass wir dort keine Gefangenenräume haben. Wir haben in der Regel Tageslichtbäder. Wir haben auch eine sehr solide Bausubstanz. Das Baujahr der 3 Gebäude ist 1955. Sieht so aus für mich, als wenn das Ganze irgendwann mal von der Wohnungsgesellschaft gebaut worden ist und dann irgendwann zu einem privaten Investor weitergewandert ist. Und dieser Investor hat die Objekte so nach und nach immer dann, wenn mal was zu tun war, in Schuss gehalten, hat die Sanierungen durchgeführt. Das heißt also, in den Wohnungen ist es so, dass die Badezimmer überwiegend schon saniert worden sind. Auch die Elektrik ist überwiegend auf den aktuellen Stand gebracht. Und wir haben hier über alle Wohnungen hinweg eine Gasetagenheizung in jeder Wohnung verbaut. Also so, dass ihr auch für die zukünftigen Energievorgaben gut schon vorbereitet seid und dort jetzt zum Beispiel nicht mehr mit alten Ölheizungen arbeitet, sondern in jeder Wohnung schon eine Gaszentralheizung verbaut ist. Von den 15 Einheiten, die sich im Objekt befinden, ist es aktuell so, dass sich eine Einheit dort im Leerstand befindet. Und der Zustand der Wohnung ist so, dass dort auf jeden Fall noch mal ein bisschen Geld in die Hand genommen werden muss. Das zeige ich euch später in der Renditeberechnung, wie viel ich da für die Sanierung einplane. Aber grundsätzlich ist es so, dass der Zustand dieser Wohnung sich nicht mehr nur im Rohbau befindet, sondern es wurde schon mit dem Wiederaufbau begonnen, aber der ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Die leerstehende Wohnung hat ca. 45 Quadratmeter und ich habe bereits ein konkretes Angebot dafür vorliegen, wie viel Geld ich benötige, um diese Wohnung wiederherzustellen. Und das liegt bei ungefähr 23.000 Euro. Die gesamte Immobilie soll aktuell laut Exposé 690.000 Euro kosten. Ich kann euch aber an der Stelle schon mal verraten, ich habe bereits mit dem Eigentümer für euch verhandelt und diese Immobilie kann man für einen Preis von insgesamt 670.000 Euro erwerben. Dazu würden dann noch die Kaufnebenkosten kommen. An der Stelle hier ist ein Makler mit dabei, der 4,76% Quotage nimmt. Die Grunderwerbsteuer bei uns in Nordrhein-Westfalen beträgt 6,5% und die Notar- und Gerichtskosten mit 2%. Und dazu kommen weitere Sanierungsmaßnahmen, die ich für die gesamte Immobilie einkalkuliert habe von ca. 40.000 Euro. Davon entfallen ungefähr 23.000 Euro auf die Wiederherstellung dieser einen leerstehenden Wohnung, die uns ja auch sofort eine weitere Mieteinnahme bescheren wird. Und die restliche Summe habe ich für kleinere Schönheitsreparaturen mit eingeplant. Also wenn ich eine Immobilie kaufe, versuche ich immer, die allgemeinen Flächen im Haus etwas schöner herzurichten. Also das heißt die Hausflure, da geht es dann um Klingelanlage, Briefkastenanlage und so, dass der Hausflur schick aussieht und dass man, wenn man die Immobilie neu vermieten muss und mit den Interessenten durch die Immobilie läuft, dass man denen ein schönes Entree zeigen kann. So, dann gehen wir jetzt mal in die Investmentkalkulation rein und dafür würde ich euch gerne meine interne Excel-Liste einmal zeigen, wie ich da vorgehe. In dem Exposé stehen etwas über 900 Quadratmeter Wohnfläche. Nachdem ich mir die Unterlagen genauer angeschaut habe, habe ich hier vorsichtig mit 870 Quadratmetern Wohnfläche gerechnet. Das heißt, ich nehme mir dann wirklich die Grundrisse, schaue jeden Raum einzeln nach, ob das Ganze mit der Wohnfläche, die im Exposé angegeben ist, passt. Bin an der Stelle auf eine etwas kleinere Wohnfläche gekommen und habe deshalb hier in meiner Kalkulation mit 870 Quadratmetern gerechnet. Ich habe hier angegeben, dass wir 15 Einheiten haben. Wie ihr gerade schon erfahren habt, steht eine Einheit aktuell leer. Da ich aber hier unten gleich in der Kalkulation auch die Sanierungskosten mit aufführe, habe ich in dieser Kalkulation auch schon angenommen, dass die leerstehende Wohnung nicht mehr frei ist, sondern dass die leerstehende Wohnung mittlerweile vermietet ist. Den Kaufpreis habe ich hier mit 670.000 Euro angegeben, weil, wie gesagt, der schon von 690.000 Euro runterverhandelt wurde auf 670.000 Euro. Der erste interessante Fakt
Fakt ist dabei, obwohl ich hier schon die Wohnfläche ja verringert habe, aber natürlich auch den Kaufpreis verhandeln konnte, zahlen wir hier pro Quadratmeter Wohnfläche 770 Euro. Das ist für Hagener Verhältnisse auf jeden Fall ein sehr guter Wert. Dazu muss man wissen, dass diese Immobilie hier nicht komplett kernsanierungsbedürftig ist, sondern ja auch schon überwiegend saniert wurde. Das heißt, natürlich gibt es auch noch Wohnungen, wo ein gewisser Sanierungsstau ist, aber der überwiegende Teil der Immobilie ist bereits saniert. In dem Teil hier seht ihr jetzt die Kaufnebenkosten, die zusätzlich zum Kaufpreis anfallen. Ihr seht jetzt hier noch in der Kostenkalkulation diverse Kaufnebenkosten. Da habe ich 300 Euro angegeben. Die 300 Euro sind für mich angefallen. Also das ist ein Sachverständiger, den ich immer mit zur Besichtigung nehme. Da mache ich das Ganze so, dass ich mir keinen Verkehrswertgutachten erstellen lasse, weil das wäre für mich völlig überzogen, sondern das sind im Prinzip ist ein Stundenhonorar, also für 2 Stunden, die ich dem Gutachter dafür bezahle, dass er mit mir gemeinsam die Immobilie besichtigt und mich auf eventuell größere Schadensummen hinweist. Also das heißt, mir geht es da nicht darum, dass er sich jede Ecke zu 100% anguckt und mir dazu hinterher eine schriftliche Ausarbeitung anfertigt. Das wäre definitiv teurer, sondern hier geht es einfach darum, ich brauche einen Fachmann, der sich eventuell anfallende Schäden anguckt, nochmal ein zweites Paar Augen, was fachmännisch unterwegs ist, um mir zu sagen, ob da irgendwelche großen Risiken sind. Deswegen sind diese 300 Euro hier aufgeführt. Wir kommen also in dem Fall auf fast 800.000 Euro Gesamtkosten und hier drunter seht ihr dann, wie sich diese Kosten aufteilen. Das hat hinterher ja steuerliche Gründe, also das heißt, wir teilen hier einmal den Kaufpreis oder diese Gesamtkosten einmal in den Grundstückspreis auf und dann einmal in den Gebäudekörperanteil, weil der hinterher die Abschreibungsgrundlage ist für die AFA, die wir hinterher steuern geltend machen können. Der Bodenrichtwert bei diesem Grundstück hier beträgt 100 Euro und das ist für Hagener Verhältnisse jetzt nicht an dem oberen Bereich angesiedelt, sondern ist eher so im unteren Bereich und das liegt daran, dass es sich hier um die Lage etwas außerhalb von Hohenlimburg handelt. Wenn ihr weiter ins Zentrum nach Hagen reinkommt, da sind durchaus auch Bodenrichtwerte von um die 200 Euro realistisch. Hier in dem Fall sind es 100 Euro, spielt aber für meine Kalkulation keine negative Rolle. Die Mieteinnahmen werden hier im Exposé eigentlich ja mit 58.000 Euro angegeben, aber ihr seht, dass ich jetzt hier mit etwas über 61.000 Euro gerechnet habe. Das liegt daran, dass hier die 45 Quadratmeter Leerstand, die aktuell noch dort sind, die habe ich jetzt schon mit einer entsprechenden Miete versehen und ich gehe da von einer Vermietung von 6,50 Euro aus. Das ist für mich persönlich so der Durchschnitt hier. Ich vermiete eigentlich, wenn ich eine Wohnung ganz frisch mache, zwischen 6 bis 7 Euro je nach Lage. Deswegen habe ich jetzt hier mit 6,50 Euro gerechnet und interessanterweise kommen wir damit über die gesamten Immobilien auf eine durchschnittliche Mietrendite von 5,88 Euro. An der Stelle kann man, glaube ich, schon ganz gut erkennen, dass dort also auch noch im Bestand Luft nach oben ist und ihr hier aber jetzt eigentlich schon einen ganz guten Wert insgesamt habt. Es gibt keine weiteren Mieteinnahmen aus Gewerbe oder aus irgendwelchen Stellplätzen, weil direkt zu dem Gebäude gehören keine eigenen Stellplätze. Wie schon gesagt habe, ist genau neben den Häusern genügend freie Fläche, um dort ein Auto hinzustellen und dort sind bisher keine Mieteinnahmen durch Stellplatzvermietung erzielt worden. So, der nächste Teil meiner Excel-Tabelle, der befasst sich mit kalkulatorischen Kosten. Also wichtig ist zu wissen, diese Kosten sind keine real anfallenden Kosten, sondern sind erstmal nur für eine Kalkulation. Das heißt also, am Ende des Jahres, wenn wir einen Strich drunter machen und ihr habt das Objekt ein Jahr im Bestand, können diese Zahlen hier komplett anders für euch ausfallen. Ich rechne hier für mich immer mit den sogenannten Worst-Case-Situationen. Das heißt, ich habe zum Beispiel 12 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche als Instandhaltungsrücklage angesetzt. Mache ich immer dafür, wenn ich Objekte kaufe, die also nach und nach immerhin noch saniert werden müssen, dann kalkuliere ich hier ungefähr 12 Euro pro Quadratmeter ein, weil ich die Objekte ja nach und nach weiter auch instand halten möchte. Dementsprechend kalkuliere ich für mich dort diese Rücklage ein. Das Mietausfallwagnis habe ich hier mit 3,5% einkalkuliert. Was bedeutet das? Wenn ihr eine Immobilie habt mit mehreren Wohneinheiten, dann kann es ja auch mal sein, dass ihr zwischendurch mal einen Leerstand habt, weil zum Beispiel ein Mieterwechsel da ist und der neue Mieter hat noch 3 Monate Kündigungsfrist, dass ihr also keinen lückenlosen Vermietungszeitraum habe und dafür kalkuliere ich auch immer eine Pauschale ein und das ist dieser Wert hier. Der nächste Punkt sind die Kosten für Hausverwaltung. Das ist ja auch komplett individuell. Vielleicht verwaltet ihr euren kompletten Bestand alleine. So mache ich das zum Beispiel auch. Ich habe ja auch ein paar andere Objekte noch im Bestand und bei uns ist es so, dass wir die Hausverwaltung selber organisieren. Das heißt, diese 20 Euro pro Einheit sind auch kalkulatorisch und fallen für mich zum Beispiel selber nicht an. Wenn ihr eure Objekte aber verwalten lassen wollt, ich kenne da übrigens einen sehr, sehr guten digitalen Hausverwalter, der euch da mit Sicherheit weiterhelfen kann, dann fallen entsprechende Hausverwaltungskosten an. Zusätzlich gibt es immer nicht umlegbare Bewirtschaftungskosten. Also was hat es damit auf sich? Eigentlich könnt ihr ja fast alle Kosten auf eure Mieter umlegen, sowie Gebäudeversicherungen und alles, was so an Nebenkosten sonst noch anfällt. Aber es gibt auch immer gewisse Anteile, die ihr selber tragen müsst und die haben in der Regel 1% in der Größenordnung. Deswegen stehen die hier auch mit dem 1% drin. Das heißt, wenn wir jetzt die Rendite dann mal nach Abzug dieser Kosten zusammen
zusammenrechnen, dann kommen wir hier auf 5,59%. Und das ist für mich im aktuellen Markt auf jeden Fall eine sehr interessante Kennziffer und wäre etwas, wo ich mich näher mit beschäftigen würde. Weil wie gesagt, wir haben bis jetzt an dieser Stelle als Investor noch gar nicht so viel gemacht, sondern wir haben die eine leerstehende Wohnung einmal wieder in Schuss gebracht und neu vermietet und den Hausflur vielleicht ein bisschen aufgehübscht, aber wir haben noch keine Mieten im Bestand erhöht. Das heißt, das hier ist eure Anfangsrendite und eher noch steigerungsfähig. Der Faktor dieser Immobilie, da habt ihr mit Sicherheit auch schon mal von gehört, der ist hier bei einer 10,91 und das ist definitiv ein sehr guter Wert für den aktuellen Markt in einem Objekt, was diesen Zustand an Sanierungen vorweist. So, jetzt kommen wir zum Finanzierungsaufbau, also den spannenden Part, wie das ganze Objekt dann auch am Ende finanziert werden soll, weil wir wollen natürlich das Ganze nicht aus Eigenkapital finanzieren, sondern den Fremdkapitalhebel so hoch wie möglich ansetzen, damit unser Investment die bestmögliche Rendite abwirft. Ich für meine eigene Finanzierungsstruktur, ich mache das immer so, dass ich den Kaufpreis plus alle sofort anfallenden Modernisierungsmaßnahmen finanziere. Also in unserem Beispiel hier sind das dann die 710.000 Euro, also den Kaufpreis von 670.000 Euro plus die 40.000 Euro Modernisierungskosten. Den Rest, also die gesamten Kaufnebenkosten, die zahle ich aus Eigenkapital, weil ich an der Stelle einen deutlichen Zinssprung bei der Bank bekomme, anstatt dass ich noch weiter ohne Eigenkapital finanziere, also eine sogenannte 110% Finanzierung. Sowas ist auch in manchen Fällen machbar, hat aber immer zur Folge, dass man einen höheren Zins hat und dementsprechend meine Finanzierungsstruktur sieht so aus: Nebenkosten werden aus Eigenkapital gezahlt und der Rest wird finanziert. Im aktuellen Marktumfeld haben wir hier jetzt den Vorteil, wir haben jetzt Januar 2024, der Baufinanzierungszinssatz ist endlich wieder auf dem richtigen Weg nach unten. Das freut unser Investorenherz natürlich und wir können hier jetzt mit einer ganz guten 4% rechnen. Vielleicht schaffen wir es, je nach Bonität sogar unter die 4% zu kommen, aber ich glaube, das ist für den aktuellen Markt definitiv ein realistischer Wert. Ansonsten kalkuliere ich für mich auch immer so, dass ich die Tilgung des Darlehens hier mit der Mindesttilgung ansetze. Das ist bei den Banken aktuell in der Regel 1,5%, sodass wir auf eine Belastung kommen von 5,5%. Die Darlehensstruktur hier intern können wir natürlich noch ein bisschen optimieren, also das heißt mit Agio-Zahlungen oder tilgungsfreien Anlaufzeiten, das würde den Rahmen jetzt hier sprengen. Da gibt es noch weitere Tricks, um das Eigenkapital von jetzt hier etwas über 88.000 Euro schnellstmöglich wieder zurückzubekommen. Grundsätzlich, glaube ich, kann man aber jetzt schon ganz gut erkennen, dass wir hier pro Monat auf jeden Fall einen ganz interessanten Überschuss haben von knapp 1.800 Euro, wenn diese eine leerstehende Wohnung dann vermietet ist. Und da würde ich an der Stelle schon sagen, das klingt auf jeden Fall interessant. Ich für mich kalkuliere immer so, dass ich pro Wohneinheit ungefähr 100 Euro Überschuss haben möchte im Monat. Wir haben hier 15 Wohnungen, das wären 1.500 Euro freier Cashflow im Monat. Hier liegen wir bei etwas über 1.800 Euro. Das heißt, vor den Mieterhöhungen ist das Ganze jetzt hier schon sehr, sehr interessant und lukrativ. Und damit kann ich an der Stelle schon sagen, dass das Ganze hier denn das Siegel Deal bekommt, wird auf jeden Fall immer wahrscheinlicher. Für mich eine der wichtigsten Kennziffern, wenn ich einen Deal machen möchte, ist die Eigenkapitalrendite. Die Eigenkapitalrendite liegt hier also bei über 18%. Und jetzt mal Hand aufs Herz, das ist schon ziemlich geil. Wenn ihr Interesse an diesem Deal habt, dann sprecht uns gerne an, lasst uns eine Information zukommen. Wir stellen gerne den Kontakt zum Eigentümer und zum Makler her für euch, denn wir haben ja, wie bereits erwähnt, den Kaufpreis für euch schon vorverhandelt. Das heißt, lasst uns gerne eine Information zukommen und dann prüfen wir den Deal gemeinsam mit euch. Von uns erhält dieser Deal hier auf jeden Fall das Siegel Deal. Mit diesem Objekt kann man Geld verdienen und ja, seine Investmentkarriere entweder starten oder weiter ausbauen.